So, Hallöchen zu einer neuen Aufnahme Minecraft Let's Play. Heute, wie man sieht, im Standard Texture Pack, dafür die neueste Version. Eigentlich wollte ich ja mein Texture Pack nehmen. Allerdings, ja, woked. Total, also die haben irgendwie was, klappt auch mit dem Patcher nicht so ganz, mit dem HD-Fix. Und deshalb machen wir es heute mal wieder gemütlich im Standard-Outfit. Dazu möchte ich eigentlich auch noch ein paar Worte verlieren. Denn ich habe gesehen, der Patcher, der bietet neue Möglichkeiten und die würde ich eigentlich gerne nutzen. Dann natürlich immer noch das Problem mit diesem komischen Kringelstein, der noch nicht funktioniert. Und Dreck, da haben wir auch Probleme mit der Pilz-Untergrundzeug. Und ja, sprich, auf langer Sicht werde ich wohl mein Texture Pack austauschen müssen durch eins von einem anderen. Zum Beispiel von Misa. Und ich habe eigentlich die neue Version aufgespielt, um zu gucken, ob das mit den glitschigen Schafen noch immer so ist. Aber es sieht aus, als würden sie nicht glitschen. Zumindest noch nicht. Naja, außer natürlich, dass sich die Farben eh schon gemischt haben. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum. Aber mein Gott. Ne, jedenfalls, ich müsste quasi Dreck austauschen, komplett von Misa nehmen. Die Bricks austauschen, komplett von Misa nehmen. Und was bleibt dann am Endeffekt noch von meinem Texture Pack über? Kaum was. Aber das sind Sachen, die müsst ihr in den Kommentaren entscheiden. Wir könnten jetzt auch erstmal eine Zeit lang Default spielen. So wie heute. Und es gibt ja immer noch das NES Retro, was euch ja gar nicht gefallen hat. Leider. Und ich denke mal, auf langer Sicht wird es wohl auf Misa hinauslaufen. Ah! Neuer Sound. Ja. Wird es wohl auf Misa hinauslaufen. Ich finde es schade, dass das Texture Pack, von dem ich meinen Hauptanteil an Steinen und so genommen habe, nicht mehr weiterentwickelt wird. Oder vielmehr, er hat seine kompletten Texturen geändert. Und seitdem, naja, sieht es irgendwie gewöhnungsbedürftig für mich aus. Könnt ihr ja gucken, auch der Link auf iruini.de und... Aber jetzt... Wo war ich denn? Genau. Neueste Version. Ab jetzt gibt es verschiedene Holzhalbsteine. Auch gewöhnungsbedürftig hier. Zu den Holzhalbsteinen muss man Folgendes sagen. Bisher war das ja immer so, dass Holzhalbsteine, dass Holzhalbblöcke Steine waren. Und jetzt durch den Patch ist das ja so, dass Holzhalbblöcke Holz sind. Und jetzt haben sie nicht einfach irgendwie die alten einfach umgeändert, sondern die haben die alten drin gelassen. Sprich, die alten Holzhalbsteinblöcke sind weiterhin Holzhalbsteinblöcke. Aber wenn sie abgebaut werden, erhalten wir keine Holzhalbsteinblöcke, sondern Holzhalbholzblöcke. Während, wenn wir neue Holzhalbholzblöcke kriegen, es immer Holzhalbholzblöcke sind. Das heißt quasi, die Holzhalbsteinblöcke werden kurz über lang aussterben oder einfach irgendwo liegen bleiben, wo man sich gar nicht mehr daran erinnert. Das bedeutet, wer jetzt ein Haus aus Holzhalbsteinblöcken gebaut hat und da drin einen offenen Kamin hat, damit man im Holzhaus quasi nicht verbrennt, wenn der Kamin brennt, dem brennt sein Haus auch nicht ab. Nur wenn er sein Haus jetzt einmal abbauen würde und durch Holzhalbholzblöcke ersetzen würde, dann würde es abbrennen. Und wer mir jetzt noch folgen konnte, der kriegt einen Pluspunkt. So, aber immer noch zu dem Texture Pack. Ich finde es schade. Aber wir müssen uns dran gewöhnen. Also es liegt an euch. Ihr könnt jetzt auch was anderes vorschlagen. Ich bin offen. Aber ich sag mal, Misa ist mir da doch irgendwie am sympathischsten. 256er nehme ich von Natur aus nicht. Die sind mir dann zu hoch auflösend. Wie ist eigentlich Misa schon zu hoch auflösend? So. Ja, das Schwert behalten wir. Heute machen wir was Spannendes. Das verspreche ich euch. Und zwar habe ich das auf dem Testserver gemacht, zusammen mit dem guten Twilly. Und es kamen wunderbare Ergebnisse raus. Und deshalb, das möchte ich jetzt heute mal ausprobieren. Dazu brauchen wir erstmal ganz viele Eimer.
mit denen wir jetzt... Ach, nehmen wir eine Spitzhacke mit. Mit diesen Eimern ziehen wir jetzt los. Zu unserer kleinen Odyssee. So, machen wir es mal so. Monster sind an. Hm, ja. Noch was zu dieser Version. Ab jetzt ist es so, dass selbst der Singleplayer kein Singleplayer mehr ist, sondern Multiplayer. Ja, ich weiß, ich rede heute so viel verwirrendes Zeug. Wir sind hier alleine und nicht im Multiplayer, ich weiß. Aber es ist jetzt so, der Singleplayer greift auf den Multiplayer zu und lädt das alles im Multiplayer. So müssen die Mojangs jetzt nur noch eine Version von Minecraft programmieren, anstatt wie bisher zwei. Was natürlich Zeit spart und ergiebiger ist. Und wie man sieht, die Schafe buggen nicht herum. Ich müsste das mal im echten Multiplayer ausprobieren, ob das jetzt auch so ist. Ich hoffe es doch stark. Was auch irgendwie gehen soll, das sind serverseitige Texturen. Das spricht schon mal sehr dafür, dass wir bald irgendwelche neuen Blöcke auch im Multiplayer einführen können. Ach, ich bin gespannt. Das bietet so viele Möglichkeiten, diese Version. Und dass man in Bücher schreiben kann, ist da echt nur die kleinste Neuerung. So, wir müssen jetzt in die Mine. Und wenn ich mit Eimern in die Mine renne, dann weiß man ja schon, was ich jetzt mache. Ich gehe auf Schleimjagd. Das ist so toll hier. Immer ist hier Schleim drin. Na, hat er mich gerade angegriffen? Vor allem Schleim, das gibt so viel Erfahrung. Das ist richtig geil, also. So. Oh, da liegt noch einer. Und ich weiß, dass ich jetzt schon wieder was Neues anfangen, während die Bahn dort nicht fertig ist. Wir wollten Minenarbeit machen, wir wollten dies machen, wir wollten das machen. Aber die Idee fand ich so toll, dass ich sie einfach mal im Let's Play machen wollte. Und im Default Texture Pack, mein Gott. Ich find's immer noch toll, dass wir mal wieder Default spielen. Ich bin ja eh so ein Retro-Spieler. Wo man von Retro-Grafik spricht, was ihr euch... Nee, hier ging's nicht lang. Was ihr euch unbedingt mal holen solltet, das... spiele ich jetzt auch schon länger. The Binding of Isaac ist allerdings etwas für gute Nerven. Also ich sag dir gleich, Power, das Spiel ist nichts für dich. Nee, es ist quasi so ein, ich sag mal, 2D-Zelda-Ableger. Man kennt ja noch diese Uralt-Zeldas, wo man sich davon in Dungeons von Raum zu Raum weitergekämpft hat. So, nach dem Design spielt auch The Binding of Isaac. Man, die Story ist recht einfach. Man rennt vor seiner Mutter weg. Aber die meisten von euch kennt es eh, für die, die es nicht kennen, ich erzähl's mal kurz. Also, Isaac, das ist ein kleiner Junge, die Namen sind alle biblischer Herkunft. Also, Isaac, Englisch, Isaac. Er hat auch eine Mutter, der kleine Isaac, oder Isaac, wir nennen es mal Deutsch. Wo ging es jetzt eigentlich lang? Gehen wir dort lang. Kam ich da nicht gerade her? Na egal. Nö, da komme ich nicht her. Nee, also der gute Isaac, der rennt vor seiner Mutter weg, die irgendwie Wahnvorstellungen erliegt und der Meinung ist, Gott hätte ihr gesagt, sie muss ihr erstgeborenes Kind umbringen, weil es von den Sünden befallen ist. Da stellt sich doch für mich die erste Frage, so als deutscher Bürger, welches Kind ist heutzutage nicht von Sünden befallen? Wo gehe ich hier lang? Wo bin ich hier? Das ist doch nicht unsere Mine, oder? Naja. Jedenfalls, wir rennen dann durch verschiedene Höhlensysteme, finden dort Items, verbessern uns und kämpfen gegen komische Monster. Und jetzt kommt der Punkt, bei dem Power schon wieder abschalten wird, denn er ist ja kein Fan von überschüssigen Blutanimationen. Bin ich übrigens auch nicht. Also ich sag mal, nachdem ich jetzt bei Skyrim eine Ability gelernt habe, die den Gegner den Kopf abschlägt, hat sich mein Magen umgedreht und ich spiele das Spiel nicht mehr. Das muss nicht sein, finde ich. Da sehe ich das genau wie Power und naja, bei Binding of Isaac ist es immer noch diese Comic-Grafik, dieses selbstgezeichnete. Und man kann sich so ein bisschen vorstellen, dieses ganze Blut, was da rumliegt, ist auch Tomatensaft. Nee, der Endkampf ist dann natürlich gegen die Mutter und ja, das Spiel durchzuspielen dauert ca. eine anderthalb Stunde. Ist ganz lustig, ich habe es noch nie durchgeschafft, ich bin da der totale Loser. Vor allem dieses das doppelte Steuerungssystem, das stört mich doch so ein bisschen. Ich muss mal gucken, mit einem Gamepad wäre das bestimmt ganz gut zu steuern, aber so mit Tastatur ist es doch gewöhnungsbedürftig. Aber mal schauen. Hinterher hat man dann noch zusätzliche Charaktere. Der gute Kain
von Kain und Adel, die gute Magdalena, Eva gibt es. Und noch einige andere. Alles so ein bisschen biblisch aufgezogen. Man kämpft auch gegen die Todsünden, um sich dann von seiner Schuld zu befreien. So, aber jetzt wieder zurück zu Minecraft. Das war so meine Spielempfehlung. Das Spiel kostet 5 Euro, kann sich über Steam geloadet werden. Was momentan auch so ein bisschen Hype macht, das ist... Wartet kurz. Lalala. Blockscape, das habe ich mir auch gekauft, weil alle haben es irgendwie abgestürzt. Bäh. Abgestürzt. So, da sind wir wieder. Lange her, seitdem das Spiel einmal sich aufgehangen hat. Und wie gesagt, ich habe mir das Spiel gekauft. Hier, Blockscape, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das macht momentan die Runde als neue Minecraft-Innovation. Und die Beta soll jetzt schon sein, als das, was wir von Minecraft sehen, sagen die Spieler und Let's Player, weil man kann einfach viel detaillierter bauen. Naja, was ich persönlich schade finde, der Detailreichtum ist quasi zwar kleinere Ecken und Kanten und Schrägen und sowas. Dafür allerdings keine... Wo ging's hier wieder lang? Keine irgendwie Fackeln, keine Werkzeuge, also... Die haben weiten Weg vor sich. Aber das finde ich noch nicht mal ganz so schlimm. Also wenn in der Beta 1 jetzt nur irgendwie ein paar Objekte da sind. Hier Sand und Dreck und Holz und Stein. Das ist ja noch... Mein Gott. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass das Spiel nach einer halben Stunde abschmiert. Und wirklich einen Arbeitsspeicherverbrauch von jenseits Gut und Böse hat. Mein PC ist dort richtig heiß gelaufen. Die Grafik ist zwar toll, aber sie haben noch viel zu tun. Noch würde ich auf jeden Fall nicht davon sagen, dass es ein Ablöser ist. Und ich sag mal ganz ehrlich, es lohnt sich momentan auch noch nicht, es zu kaufen. Ich habe es jetzt, sagen wir, zweimal eine halbe Stunde hier gespielt. Dann waren meine Spielstände wieder futsch. Und seitdem liegt es doof rum und das sind keine 10 Euro wert. Ich werde auf jeden Fall das Spiel weiter mit updaten. Und wenn es mal wirklich besser ist, dann werde ich es auch mal let's shown. So. Und dann kann ich euch Bescheid geben, ob es sich lohnt, es zu kaufen oder nicht. Und irgendwo hatte ich doch auch mal Lava. Sonst, wenn man mal so gerade ausgräbt, findet man natürlich an jeder Ecke so einen Lavapool, in dem man scheißbehindert reinläuft. Oder so eine scheißverdammte Schlucht mit Lava. Aber wenn man mal wirklich Lava braucht, nein, dann findet man gar nichts. Sieht man ja hier. Nichts zu machen. Und ich glaube, den Lavapool, den hatten wir auch in Obsidian verwandelt da hinten. Aber ich finde schon Lava. Und dann machen wir das, was ich richtig toll finde. Was allerdings, ich sag mal, für euch jetzt ein hohes Maß an Fantasie erfordert auch. Weil es ist im Groben... abstrakt. Und abstrakt bedeutet immer, man muss sich da reinversetzen, man muss es sich vorstellen können. An sich wirklich eine sehr schöne Art, weil immer was anderes rauskommt, was wir gleich machen werden, sobald wir Lava finden. Aber wenn wir Lava finden. Ich hasse diese Höhlen. Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Hier kamen wir her. Gehen wir mal da hinten lang. War da noch Kohle in der Decke? Ja. Wieso haben wir die noch nie mitgenommen? Wir waren so oft hier. Und hier ist immer noch irgendwo eine Nebenhöhle mit Wasser und Monstern. Dabei dachten wir doch, wir hätten die ausgeräumt. Na, das war die erste Spitzhacke. Jede Menge Kohle haben wir hier zurückgelassen. Ach übrigens, auf iruini.de hat die erste Alpha-Version von Legend of Yxa, meinem zweiten Spiel, endlich ihren Platz gefunden. Dennoch, ich habe sie noch nicht offengestellt.
Allerdings könnte man davon ausgehen, dass aktive Iruinen, nennen wir sie einfach mal so, also Leute auf iruini.de, auch einen Alpha-Zugang kriegen, sobald ich die letzten Probleme mit den JavaScripts, Klammer auf, JavaScript und Internet Explorer und JavaScript und Chrome behoben habe. Mit allen anderen Browsern funktioniert das schon tadellos. Nur die beiden üblichen Verdächtigen zicken da mal wieder rum. Sobald ich das behoben habe, wird dann eine, wenn ich dann nicht jetzt nur Friend und Family Alpha machen, sondern wirklich auch Leute von außen einladen. Was mir gerade einfällt, ich habe jetzt auch wieder keine Minimap in dieser Version. Das nervt mich jetzt so ein bisschen, aber ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ja. Aber das hilft uns auch nicht weiter, unseren Lava-Pool zu finden. Das Ding hat auch keinen Ton mehr. Oh. An sich noch einiges an Arbeit. Sieht zumindest so aus. Nächste Mal werden wir dann, ich denke mal, Misa benutzen. Sofern ihr mir nichts anderes sagt. Einer wollte mir auch ein Texture-Pack basteln. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, was da kommt. So, es ist dunkel und im Dunkeln sieht man offene Lavaherde besser als im Hellen. Und das ist, denke ich, jetzt das Schlauste, was wir machen können. Wieso leuchtet das Blümchen? Oder leuchtet das jetzt so weit bis hier oben hin? Naja. Da ist unser Wüstenabbaugebiet. Da ist auf jeden Fall keine Lava. Gehen wir mal noch ein Stück höher. Theoretisch könnten wir uns hier oben drauf so einen Turm bauen, den man von da nur mit der Bahn erreichen kann. Nee, aber hier sehe ich auch keine Lava. Eieiei, das kann ja heiter werden. Lava ist so unwillkommen, wenn man am Buddeln ist, aber wenn man sie mal braucht, findet man sie nie. Und wir beenden jetzt die erste Folge. Ich habe ein bisschen viel auch Crossover gequatscht, aber in der nächsten Folge geht es dann konzentrierter mit Minecraft weiter. Tschüss!